Es ist richtig, dass wir international Unsicherheiten haben in den großen Handelsbeziehungen. Das hat dämpfende Wirkungen auf die Konjunktur in Deutschland, weil wir ein sehr stark exportorientiertes Land sind. 51% unserer Industrieprodukte gehen in den Export, aber die deutsche Wirtschaft befindet sich grundsätzlich in einer starken Verfassung. Wir haben die ganzen letzten Jahre neue Arbeitsplätze aufgebaut. Die Unternehmen haben viel in Innovation investiert. Deshalb gehe ich davon aus, dass diese Wachstumsdelle überwunden werden kann und dass wir im zweiten Halbjahr sehen werden, dass die Konjunktur deutlich wieder anzieht. Ich werde alles tun, damit die Europäische Union nicht am Ende, sondern am Anfang steht, am Anfang einer großen Erfolgsgeschichte. Denn diese Europäische Union ist das Beste, was den europäischen Völkern in den letzten 200 Jahren passiert ist. Das bedeutet aber auch, dass wir viel mehr über Wirtschaftspolitik diskutieren müssen. Die chinesische Seidenstraßenstrategie spricht ja ein wirkliches Problem an, nämlich wie wir mit den großen Märkten in Asien, wo Milliarden von Menschen leben, die Wohlstand erarbeiten, die konsumieren wollen, die Produkte aus Europa kaufen und nach Europa verkaufen wollen, wie wir dort die Logistik und die Handelsbeziehungen so organisieren, dass diese Waren transportiert werden können, dass sie die Menschen erreichen. Das haben die Chinesen vielleicht sogar ein bisschen früher erkannt als die Europäer. Wir haben jetzt unsere eigene EU-Asien-Konnektivitätsstrategie im letzten Jahr vorgelegt. Das kommt ziemlich spät. Die Chinesen waren viel früher dran. Und wir haben jetzt die Aufgabe, gemeinsam mit China, gemeinsam aber auch mit den anderen Ländern in der Region, mit Japan, mit Singapur, mit Malaysia und vielen anderen, ein System der Handelsstraßen und der Handelswege zu erarbeiten, das niemanden diskriminiert, das den Missbrauch von politischer Macht ausschließt, das keine Einbahnstraße ist, sondern in beiden Richtungen offen ist für Waren aus ganz unterschiedlichen Ländern. Das ist unser Ziel. Wir hatten bei der Seidenstraßenkonferenz in Peking sehr ernsthafte Gespräche und es ist, glaube ich, deutlich geworden, dass dieses chinesische Projekt nur dann wirklich gelingen kann, wenn es diskriminierungsfrei ist, wenn es sich dem Multilateralismus verpflichtet sieht, wenn es dazu führt, dass kleine Länder nicht ihre Unabhängigkeit verlieren, wenn wir ein Level Playing Field haben, wenn es darum geht, die Bedingungen für Unternehmensübernahmen zu vereinheitlichen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, Europa muss sich selbst Gedanken machen über seine eigenen strategischen Interessen. Es gab im letzten Jahr den Versuch, Teile des deutschen Elektrizitätsversorgungsnetzes zu übernehmen. Das haben wir verhindert, indem wir diese Anteile selbst in den Besitz der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, genommen haben, weil wir sagen, kritische Infrastruktur, das wollen wir in Deutschland gerne nach Möglichkeit im eigenen Lande behalten. Diese Diskussionen müssen auch in anderen Ländern geführt werden. Sicherheitsinteressen, wirtschaftliche Interessen, politische Interessen. Das ist eine Einheit und auf der Grundlage dieser Interessen können wir faire Beziehungen mit China unterhalten und entwickeln. Ich glaube, China hat begriffen, dass sie sich an dem orientieren müssen, was in einer internationalen, globalen Marktwirtschaft heute eigentlich Standard sein muss, nämlich, dass alle gleichberechtigt sind und dass Rechtsstaatlichkeit die Grundlage ist für erfolgreiche Handelsbeziehungen. Wir haben gesehen, dass es weltweit dazu kommt, dass sich globale Märkte herausbilden. Dass Unternehmen in einem Land sich bewerben um Aufträge in vielen anderen Ländern. Und da geht es zum einen um die ganz normalen Wirtschaftsbeziehungen, die sehr stark durch mittelständische Unternehmen geprägt sind, die auch weltweit sehr erfolgreich unterwegs sind. Aber es gibt auch Märkte für Aufträge, die zweistellige Milliardengrößenordnungen und mehr umfassen. Und um diese Aufträge in der zivilen Luftfahrt, in der Raumfahrt, im Eisenbahnwesen, in vielen anderen Bereichen bewerben sich eben nur Unternehmen, die imstande sind, solche Aufträge zu stemmen, solche Ausschreibungen zu gewinnen. Wir haben gesehen, dass es in China, in den USA Konzentrationsprozesse gegeben hat, dass es dort eben nicht nur Hidden Champions gibt wie bei uns, sondern eben auch ganz große und leistungsstarke internationale Champions. Und wir müssen entscheiden, wollen wir auf diesen Märkten weiterhin eine Chance haben? Wollen wir, dass auch in Europa Flugzeuge gebaut werden? Wollen wir, dass wir die rund 500 Milliarden Euro, die in den nächsten Jahren in Eisenbahninfrastruktur investiert werden weltweit, dass wir als Europäer dort vorne mit dabei sind? Wenn das so ist, dann müssen wir auch die Unternehmen unterstützen, die sich zusammenschließen wollen, die ihre Kräfte bündeln wollen, weil sie nur so eine Chance haben gegen Konkurrenten, die zum Teil 5- oder 10-mal größer sind als sie selbst. Die Industriestrategie war wichtig, damit wir uns über unsere wirtschaftlichen Interessen klar werden, damit wir die Weichen stellen, damit wir nicht zum Spielball anderer werden. Ich habe Thesen vorgelegt, die provoziert haben, das war auch der Sinn und der Zweck. Darüber hat es eine Debatte gegeben, die bis heute nicht beendet ist. Das bestärkt mich in der Richtigkeit meines Vorhabens. Wir haben viel Unterstützung erfahren. Wir haben es geschafft, mit Frankreich eine gemeinsame Linie zu finden. Aber es gibt eben auch Kritik und das ist in einer Demokratie ganz normal. Ich habe bei der Vorstellung meiner Strategie gesagt, ich möchte, dass alle kontrovers über diese Strategie diskutieren, dass sie eigene Vorschläge einbringen und daraus werden wir dann eine endgültige Strategie erarbeiten. Beim Mittelstand ist es so, dass viele geglaubt haben, er sei mir weniger wichtig, weil er nicht so ausführlich erwähnt ist. Das ist ein Missverständnis. Der Mittelstand ist mir ganz ungemein wichtig. Ich bin der Mittelstandsminister in dieser Koalition. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, dort, wo wir handeln müssen, dort, wo Defizite bestehen, dort, wo Europa nicht gut aufgestellt ist, das ist nicht der Bereich, wo der Mittelstand erfolgreich ist. Der Mittelstand ist erfolgreich und ist sehr stark, sondern das sind Bereiche wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Plattformökonomie. Dort gibt es in den USA, in China Unternehmen, die 80 Milliarden, 100 Milliarden Dollar wert sind. Und genau mit diesen Unternehmen müssen wir uns auseinandersetzen. Und deshalb, glaube ich, geht es nicht um die Frage Mittelstand oder große Unternehmen, sondern es geht darum, dass wir insgesamt in einer globalisierenden Welt unsere Interessen wahren. Der Vorwurf, dass der Ausbau der Stromleitungen nur schleppend vorankommt, ist richtig und berechtigt. Aber der richte sich natürlich an all die, die vor mir dafür verantwortlich waren und seit vielen Jahren es nicht geschafft haben, dies zu ändern. Ich habe das zur Chefsache gemacht. Wir haben ein Netzausbaubeschleunigungsgesetz im Parlament verabschiedet. Wir haben mit den Bundesländern einen gemeinsamen Aktionsplan verabschiedet. Wir werden diese Probleme der Reihe nach lösen und ich bin überzeugt, dass wir in 6 oder 7 Jahren von heute das modernste und bestausgebauteste Stromnetz in ganz Europa haben. Wir haben den höchsten Anteil an erneuerbaren Energien. Die sind sehr volatil. Das stellt große Anforderungen an die Integrationsfähigkeit der Stromnetze. Das verlangt Hochtechnologie, das verlangt Digitalisierung. Das werden wir in Deutschland leisten und es gibt viele unserer Nachbarländer, die daran interessiert sind, auch von den deutschen Erfahrungen zu lernen, weil wir eben diese besonderen Ausgangsbedingungen haben. Wir haben uns verständigt vor vielen Jahren schon, dass wir die CO2-Emissionen bis 2050 um 80 bis 95% reduzieren wollen. Wir sehen, dass sehr viele Länder Schwierigkeiten damit haben, ihre Ziele für 2020 zu erreichen oder für 2030. Und deshalb sind wir der Auffassung, dass wir die vorhandenen Ziele nicht immer weiterentwickeln sollen, ohne zu wissen, ob wir sie auch erfüllen können, sondern dass wir uns darauf konzentrieren müssen, bis zum Jahre 2030 einen entscheidenden Durchbruch im Klimaschutz zu erreichen und dann auf dieser Basis entscheiden, was das endgültige Ziel für 2050 ist. Ich halte es nicht für gut, wenn man ständig ambitioniertere Ziele bestimmt, ohne zu wissen, mit welchen Instrumenten man diese Ziele erreicht. Wir müssen das Klima schützen. Wir wollen aber auch unsere wirtschaftliche Stärke in Europa bewahren und wir wollen drittens erreichen, dass das, was wir tun, auch von anderen Ländern in China, in Indien, in den USA, in Vietnam, in Indonesien übernommen und umgesetzt wird, den Klimaschutz, entscheidet sich nicht in erster Linie und nur in Europa, sondern dort, wo die großen Emissionen weltweit stattfinden. China emittiert etwa 10-mal so viel CO2 wie Deutschland. Und das macht deutlich, dass wir eben auch mit China darüber reden müssen, welches die richtigen Schritte sind. China hat das europäische Emissionshandelssystem übernommen. Das war ein wichtiger Schritt. Dafür hatte ich mich als Umweltminister sehr stark eingesetzt. Aber auch in Deutschland ist es ja nicht so, dass mit dem Emissionshandel alle Probleme gelöst sind. Und deshalb müssen wir weiter darüber diskutieren, welche nächsten Schritte wir machen. Ich hatte mich dafür eingesetzt, dass wir uns auf ein Ziel von 30% einigen. Wir haben dann einen Kompromiss gefunden mit dem Europäischen Parlament. Wir können heute nicht genau sagen, wie diese Entwicklung verläuft, aber wir müssen uns anstrengen, dieses Ziel zu erreichen. In Deutschland werden wir im Jahre 2030 einen Anteil von 65% erneuerbare Energien an der Stromversorgung haben. Wir haben weniger Anteil an der Energieversorgung insgesamt, weil vor allen Dingen im Gebäudeenergiebereich, im Verkehrsbereich, in der Landwirtschaft der Anteil der erneuerbaren Energien noch sehr gering ist. Wir investieren jetzt in sogenannte Reallabore, um herauszufinden, ob man unter großtechnischen Maßstäben beispielsweise erneuerbaren Strom umwandeln kann in sauberen Wasserstoff, um damit dann auch Wärme zu erzeugen, um damit Autos zu betreiben und Maschinen. Das alles ist ein Prozess, der sehr, sehr wichtig ist, denn wir können diese Ziele nur erreichen, wenn wir sehr viel innovativer werden, als wir in der Vergangenheit waren, wenn wir auf die neuesten Technologien setzen. Und das muss der Staat durch eine kluge Forschungs- und Förderpolitik erreichen. Wir investieren sehr viel in die Ladeinfrastruktur. Das ist ein Prozess, den wir aber auch europäisch im Auge haben müssen, denn es muss sichergestellt sein, dass der Autofahrer aus Frankreich, der im Saarland oder in Luxemburg oder in Belgien sein Auto aufladen, seine Batterie aufladen muss, dies auch tun kann, ohne große bürokratische Schwierigkeiten. Das heißt, die einzelnen Karten oder Chips müssen überall anerkannt werden. Der zweite Punkt ist, dass wir in Deutschland und in Europa viel mehr Elektroautos haben werden in den nächsten Jahren, damit die Klimaziele erreicht werden können. Dafür brauchen wir aber auch Batterien. Und deshalb habe ich gemeinsam mit meinem französischen Kollegen Bruno Le Maire eine Initiative ergriffen, um eine europäische Batteriezellproduktion möglich zu machen. Wir haben den Antrag für ein erstes IPCEI formuliert gemeinsam. Und ich hoffe, dass Europa beweisen kann, dass es imstande ist, auch in dieser technologischen Herausforderung mit klugen und neuen Produkten seinen Platz auf den Weltmärkten zu festigen.